Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Was ihr begreifen müsst, ist Folgendes. Der Sam Fisher, den ihr kanntet, ist tot. Amerika hat ihn umgebracht. Ihm zu viel abverlangt. Es einfach zu weit getrieben. Ein besoffener Autofahrer hat ihn getötet. Irgendein Arschloch, das seine Tochter überfahren hat und dann abgehauen ist. Sie war das Einzige. Das Einzige, das ihn zum Menschen gemacht hat. Seine eigenen Leute haben ihn getötet, ihn auflaufen lassen. Ihm gesagt, dass er seinen besten Freund in irgendeinem ranzigen New Yorker Keller abknallen soll. Irving Lambert starb durch Sams Hand. Und als er starb, starb auch Sam. Er ging und ließ Third Echelon und das Leben, das er kannte, hinter sich. Amerika, Apfelkuchen und all den Rest. Er stieg aus und suchte nach einem Grund dafür, überhaupt weiterzuleben. Irgendwann fand er ihn. Er hörte das Gerücht, dass der Unfall seiner Tochter vielleicht gar kein Unfall war. Er hörte einen Namen. Und er wusste, wo er suchen musste. In einem Ort namens Valletta. Auf Malta. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ein Anruf für Sie. Hier bitte mit besten Empfehlungen der Anruferin. Sam? Wer ist da? Wie haben Sie mich gefunden? So schlecht bin ich nun auch nicht. Und tu bloß nicht so, als würdest du meine Stimme nicht mehr erkennen. Grim, was zum Teufel willst du? Dein Leben retten. Danach sehen wir weiter. Eine Gruppe von bewaffneten Männern ist gerade beim Markt eingetroffen. Sie suchen dich. Solltest du nicht tun, was ich dir sage, wird das ein sehr kurzes Gespräch. Ich tue gar nichts. Du verrätst mir jetzt erstmal, wie du mich gefunden hast. Wir sind Third Echelon. Wir sehen alles. Sieh einfach mal nach oben. Ich sehe es. Dann kann ich es ja endlich wieder auf sichere Höhe bringen und du kannst abhauen. Hast mir immer noch nicht gesagt, wie du mich gefunden hast. Bewegung. Ich sehe mehrere Gegner, die sich deiner Position nähern. Und du sitzt da auf dem Präsentierteller. Im Markt gibt es ein paar Stände, die dürften dir genügend Deckung bieten. Ganz wie in alten Zeiten, hm, Grim? Ganz wie in alten Zeiten. Hast du was dabei? Ja, aber ich werde bei all den Leuten hier ganz sicher keine Schießerei riskieren. Das ehrt dich, aber im Augenblick ist meine größte Sorge, wie ich dich da lebend rausbekomme. Sieh zu, dass du zu den Ständen kommst, sonst kann ich dir nicht helfen. So, willkommen zu Infinite Party. Mach die Intro welches Mal. Ja, das ist der Anfang des Walkthroughs von Splinter Cell. Dann wollen wir dich mal näher an die Ziele im Hellen ranbringen. Wechsle von Deckung zu Deckung, bis du den Gepäckstand erreicht hast. Ich bin da. Sekunde. Ich hack mich ins Stromnetz und leg die Transformatoren mit einer Spannungsspitze nach. Dann wird's dunkel. Schon mal darüber nachgedacht? Na, meine Kleine, was ist los? Ich hab Angst im Dunkeln. Es ist gruselig. Mach das Licht wieder an. Ach, komm schon, Schatz. Es gibt nichts, vor dem man im Dunkeln Angst haben müsste. Manchmal ist Dunkelheit toll. Zum Beispiel, wenn man schlafen will. Ich kann auch mit Licht schlafen. Wenn es hell ist, kannst du nicht sehen, was im Dunkeln ist. Wenn es dunkel ist, siehst du deine Umgebung viel besser. Wirklich? Wirklich. Wenn also ein Monster oder böse Menschen da sind, siehst du sie. Und weil es dunkel ist, sehen sie dich nicht. Aber ich sehe dich doch auch nicht. Mach das Licht wieder an. Okay. Ich habe noch was. Eine tolle Sache, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Echt? Zeig sie mir. Okay, pass gut auf.
Wenn du im Dunkeln bist und deine Augen sich erstmal daran gewöhnt haben, kannst du die Dinge um dich herum gut sehen und alles Mögliche mit ihnen anstellen. Was denn? Wirf mal einen Blick auf dein Mobile. Du kannst es doch gut sehen, oder? Wenn da jetzt Monster drunter wären, mein Schatz, dann könntest du es vielleicht einfach auf sie fallen lassen. Und weg wären sie. Sie wären nicht mehr böse, weil es ihnen auf den Kopf gefallen ist? Ganz genau, Schatz. Daddy, was war da? Daddy möchte, dass du im Bett bleibst, okay? Er macht nur die Tür zu und ist sofort wieder zurück, in Ordnung? Okay, hab dich. Das wär's, Sam. Schön dunkel, so wie du's magst. Wer das auch war, ist tot. Oh, Mann! Nimm das weg! Willst du mich verarschen? Komm raus und halt dich, Drecksack! Wie sieht's aus, Mann? Was Gutes gefunden? Alles Scheiße hier. Du hast die Hütte ausgesucht. Du hast gesagt, das wird ein Spaziergang. Ich hab gehört, dass es hier Orden und so einen Scheiß gibt. Und dass die Alte, die hier wohnt, heiß ist. Sollen wir warten, bis sie nach Hause kommt? Und ein bisschen Spaß haben. Na klar, Scheiße, Mann! Schatz, nicht hinsehen. Was hast du gemacht, Daddy? Was Daddy, ist los? Was ist? Sam, rede mit mir. Sam. Sam, hörst du mich? Mach jetzt bloß nicht schlapp, uns läuft die Zeit davon. Grim? Da bist du ja. Sie haben Verstärkung geholt. Anscheinend ist der Kerl, der bei ihnen das Sagen hat, unter ihnen. Wenn du es schaffst, ihn zu erreichen, helfe ich dir dabei, ihn zu identifizieren. Wer bezahlt eigentlich diese ganze Sache? Corbin. Ja, müssen wir unbedingt für den arbeiten? Er zahlt gut. Er ist ein Penner. Gramkos sollte die Geschichte. Ich habe den Knaben identifiziert, Sam. Er heißt Dmitri Gramkos. Ist der Anführer einer Gang, die sich für die unterschiedlichsten Aufträge anheuern lässt. Für wen arbeitet der Mann gerade? Frag ihn doch einfach. Glaub, das will ich tun. Siehst du was? Ja. Nein, Mann. Scheiße. Dieser Fischer ist schlau. Der ist vermutlich längst zum Hinterausgang raus. Wir gehen hier immer noch rum, die voll. Quatsch. Die Rückseite wird bewacht. Er muss hier entlang kommen. Hoffentlich kommt er, bevor wir eingeschlafen sind. Wo versteckt der Kerl sich nur? Vielleicht beim Schmuckstand? Nee, zu wenig Deckung. Er muss irgendwo hier sein. Scheiße, ich verschwinde! Hey, suchst du Arschloch mich? Ich fange an, mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Leck mich! Okay. Okay, genug. Du willst wissen, wer mich geschickt hat? Corbin. André Corbin. Handelt mit Drogen, Waffen. Mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Kobi mich umlegen? Betty! Er saß am Steuer. Er hat deine Tochter angefahren. Hat damit angegeben. Hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt, damit ich dich umlege. Solltest du ihm sein Geld zurückerstatten? Wo finde ich den Kerl? Übergreif nicht! Oh. Leg mich um! Oh.
In der Stadt. Im alten Museum in der King George Street. Da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Sag ihm nicht, dass du es von mir hast. Warum sollte ich sowas Gemeines tun? Von mir hast du es nicht, aber ich ahnte die ganze Zeit, dass Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Cobins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Cobin hat da nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Doch Sam wusste, dass Cobin da drin war und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie. So, das war Part 1. Wir sehen uns dann bei Part 2. Tschüss.